So, hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Wie kannst du also anfangen, starten, wenn du ein automatisierter Trader werden willst? Okay, also, erste Sache, die du machen musst, ist abonnieren. Ja, haha, mein Kanal sofort abonnieren, sonst wirst du kein automatisierter Trader. Es ist wichtig, sodass du die neuen Tipps sofort wissen wirst. Nun, die Frage ist auf meiner Seite, okay, bist du schon ein diskretionärer Trader oder hast du überhaupt keine Ahnung, was mit Trading zu tun hat? Wenn du vom Trading gar nichts weißt, dann in jedem Fall, die erste Stufe ist immer, dass du eine Ausbildung machen musst, sodass du weißt, um was es geht. Das bedeutet, die Märkte kennenzulernen, die Instrumente und alles, was mit Risiko zu tun hat. Mit Risiko bedeutet zu verstehen, was passiert, wann, bla bla bla. Die unterschiedlichen Instrumente haben unterschiedliche Risikoniveaus und die musst du kennen. Die musst du kennen, sodass du genau weißt, wenn ich das kaufe, dann habe ich so viel Risiko. Wenn ich das kaufe und natürlich das und das passiert, dann kann ich so und so viel verlieren und eventuell verdienen. Aber verlieren, immer vom Verlust starten. Das heißt, das hat mit Risiko zu tun. Dann musst du natürlich auch die unterschiedlichen Plattformen kennen. Nicht alle, aber die wichtigste. Okay? So dass du weißt, mit was du zu tun hast. Jetzt, wenn du diese Ausbildung hast, dann bist du irgendwie schon wie die vom diskretionäres Trading zum automatisches Trading sich bewegen wollen. Es gibt aber eine andere Sache, die man berücksichtigen muss. Wenn du ein diskretionärer Trader bist, dann hast du ein bestimmtes Mindset, sodass dein Ansatz vielleicht ein bisschen schmutzig sein wird für automatisiertes Trading. Schmutzig bedeutet nicht, das ist nicht unbedingt negativ in dem Fall. Es ist schmutzig im Vergleich zu was man braucht, automatisiert zu handeln. Das bedeutet, alles was du heute als diskretionärer Trader machst, ist nicht unbedingt was du machen sollst, wenn du automatisiert handeln willst. Automatisiert handeln bedeutet leider nicht, dass was du heute machst, morgen alles allein auf der Maschine läuft. Nein. Also man kann eventuell auch, aber das Ziel ist nicht zu automatisieren, was man heute bei Hand macht. Wenn man so denkt oder wenn man denkt, ich habe eine Idee, ich habe einen Ansatz, ich habe eine Strategie und die will ich automatisieren, das ist leider nicht der richtige Weg zu gehen, weil es nirgendwo hinbringt. Das kenne ich als Erfahrung. Also automatisiertes Trading bedeutet alles neu von null aufbauen. Mit einem bestimmten Ansatz, was man lernen muss. Also die unterschiedlichen Mauern baut man langsam, eine Stufe nach der anderen. Aber man muss anders anfangen als beim diskretionären Trading. Sowieso, wenn das diskretionäre Trading spontan ist, also auf dem Bauch, Entscheidungen und so weiter. Wenn man natürlich schon eine bestimmte gute Strategie hat, die kann man versuchen zu automatisieren. Aber man muss immer aufpassen, dass man die richtigen Stufen macht und nicht, dass man einfach nur am Programmieren denkt. Programmierung ist letztendlich nicht das Wichtigste, was in automatisiertem Trading ist. Das Wichtigste ist, was man als Ansatz nutzt. Ansatz zum automatisierten Trading. Also nicht Ansatz als Trend-Following, Counter oder so, aber wie man von 0 zu 10 oder von A zu Z läuft, eine Strategie oder mehrere natürlich Strategien zu bauen. Das bedeutet, dass man lernen muss, wie man Strategien entwickelt, wie man Strategien baut. Und das muss man lernen natürlich auch in der Richtung, in der man arbeiten will.
Warum sage ich das? Das Märchen, dass es gibt die beste Strategie, ist die auf alle Märkte, auf alle Timeframes funktioniert, das ist leider ein Blödsinn. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und jeder Markt braucht eine bestimmte Strategie. Nicht eine, aber einen bestimmten Ansatz. Ich meine, auf dem, wie ich mehrmals gesagt habe, auf dem Mini-S&P 500 kann man nicht so arbeiten, wie man auf dem DAX Future arbeitet. Und wie man zum Beispiel auf Euro-US-Dollar arbeitet. Und auf Euro-US-Dollar hat man Schwierigkeiten zu arbeiten, wie man auf GBP Japanese Yen arbeitet zum Beispiel. Alle Märkte haben eine eigene Identität, die muss man entdecken und dann in der Richtung von dieser Identität muss man entwickeln. Was soll man also tun? Man soll jene Märkte finden, die stabiler sind. Stabiler bedeutet Märkte, die für Jahre und immer noch zeigen, sich so zu bewegen, wie die so weit gemacht haben. Nicht Märkte, die von einem Tag zum anderen verrückt werden. Nein, man muss Märkte finden, die irgendwie immer gleich sind. Mini-S&P 500 ist so ein Markt, wie ich schon gesagt habe. Und in den Währungen, zum Beispiel GBP, Japanese Yen, was ich gerade genannt habe, das ist auch ein guter Markt zu entwickeln. Warum? Weil auf diesem Markt ist heute noch die normale Trend-Following-Strategien ziemlich gut funktionieren. Also, auf Mini-S&P hat man nicht unbedingt große Schwierigkeiten, eine gute Counter-Trend-Strategie zu bauen, so wie eine gute Trend-Following-Strategie auf GBP, Japanese Yen, ist nicht schwierig zu entwickeln. Die Schwierigkeit ist nicht so gemeint, dass man sehr viel Arbeit durchführen muss, damit man ein Ergebnis hat. Nein, die Schwierigkeit ist, so etwas zu entwickeln, was man dann gut nutzen kann, wenn die Märkte oft die Identität tauschen und Euro-US-Dollar ist nicht mehr so stabil, wie es einmal war. Bis 2011 war Euro-US-Dollar stabil. Gutes Laufen beim Trend Following. Nach 2011 hat es leider nicht mehr so geklappt. Aber 2011 sind also alle Strategien nicht so einfach zu nutzen auf Euro-US-Dollar. Das ist die Tatsache, das muss man wissen. Diese Sache zu wissen, muss man lernen und man muss hören zu den Leuten, die sich mit dieser Sache beschäftigen. Wie ich zum Beispiel natürlich. Ich sage nicht, du musst von mir lernen. Ja, du musst natürlich, aber das ist nicht, was ich jetzt hier sage. Man muss aber jemanden finden, der gezeigt hat, was er das machen kann und von dem muss man lernen. Von dem muss man lernen, was man machen soll. Die einfachsten Märkte rauszusuchen, auf diese Märkte anfangen, Strategien zu entwickeln mit einem bestimmten Ansatz. Ich habe meine Methode, die Strategien zu entwickeln, die Methode, mit der ich schon seit Jahren jetzt Strategien entwickle. Die Leute, die von mir gelernt haben, haben gesagt, dass es, wenn ich das gesagt habe, ziemlich einfach ist, so zu arbeiten. Und mit dieser Methode kann man also arbeiten. Man kann Sachen bauen, die einfach sind und die dann vermutlich dauern werden, oder komplizierte Sachen, die aber nicht so stabil sein werden. Und dort, diese zu nutzen, braucht man größere Erfahrung. Also am Anfang ist es besser, das ist ziemlich, ziemlich offenbar, man muss auf einfache Märkte arbeiten. Man muss nicht das suchen, was die Mode sagte, man muss suchen, was funktionierte. Ich selbst mag, habe mehrmals gesagt, Mini-S&P nicht, aber meine Gewinne kommen meistens von Mini-S&P. Also ich kann nicht blöd sein, dass ich das nicht handle, nur weil ich das nicht mag. Ich muss jene Strategien auch nutzen, entwickeln und live handeln, weil jene Strategien bringen das Geld. Das ist die Tatsache. Also, von der Mode weg, von den bekannten Tipps weg. Man muss von null langsam bauen. Es ist nicht kompliziert, aber man muss mit einem Refresh starten und dann dort anfangen zu bauen. Es gibt natürlich allgemeine Sachen, die immer gültig sind. Du bist vielleicht beim Kanal von Lars abonniert. Okay, also das sofort löschen und nur hier abonnieren, das ist natürlich die erste Stufe. Nein, das ist gut, Gottes Willen. Aber pass auf, es gibt also Sachen, die dir Lars erzählen wird, die ich dir erzähle, die auch der Koch erzählt, alle Sachen,
die gut sind, richtig, und die sind immer gültig für jedes Bereich vom Trading. Aber dann gibt es bestimmte Sachen, die nur im automatisierten Trading gültig sind. Und diese muss man lernen von jenen, die natürlich automatisch handeln. Ist das dein Ziel? Suche jemanden, der dir das zeigen kann. Das ist natürlich die wichtigste Stufe. Und in jedem Fall, automatisiert, diskretionär oder ich weiß nicht was anderes, immer vom Risiko starten. Immer denken, wie viel kann ich verlieren und nicht, wie viel kann ich verdienen. Das ist die erste Regel und die ist überall gültig, ob du diskretionär oder automatisch handelst. Ich werde in den nächsten Zeiten einige bekannte Setups von der technischen Analyse analysieren. Da werde ich dir zeigen, wie die in der Tat funktionieren. Und jene Setups sind normalerweise so bekannt, weil man über diese Setups redet. Ich werde dir zeigen, wie die mit Zahlen funktionieren. Wenn man die wirklich kontrolliert und am Computer sagt, bitte kontrolliere, wie das funktioniert, dann hat man manchmal einige Enttäuschungen vielleicht oder Überraschungen. Und ich werde das in den nächsten Wochen langsam mal zeigen. Auch wenn du ein bestimmtes Setup hast, was dich interessiert, bitte schreibe das hier in den Kommentaren. Vielleicht kann ich das auch analysieren. Ich habe schon einige, die ich schon bekannt habe. Also ich werde von dort starten. Aber Vorschläge sind natürlich willkommen. Und ich werde natürlich happy sein, auch etwas zu tun, was von jemand darüber neugierig ist. Das war's, Leute. Abonnieren kannst du schon. Mein E-Book Erfolgreich Traden, so geht's, kannst du gratis bei der tradingweltmeister.de Webseite runterladen. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, sonst dauert das zu lang. Aber wir können natürlich weitergehen, wenn du Fragen hast oder Kommentare oder irgendwas. Schon Erfahrung mit automatisiertes Trading oder warst du diskretionär, bist automatisiert geworden. Oder, bitte, schreib es in den Kommentaren. Ich werde mich darüber gerne unterhalten. Ciao von der Unge, ciao, bis nächstes Mal. Ciao.